Bitte die Aufgabe nochmal vorlesen. Ganz vorne? Nein, wie groß? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung, wenn bekannt ist, dass die Person als Raucher und als Pfleger zu einer Risikogruppe gehört, an welcher jeder 20 Sekunden hat? Gut, also das heißt, ich habe jetzt hier eine Erkrankung bei 1/20 und bei 19/20 habe ich keine Erkrankung. So, und dann wissen Sie, hier haben Sie ja, wenn er erkrankt ist, wird das ja, nein, ist das auch doch, ja, er ist dann positiv zu 0,96, hier 0,04 negativ und hier war es 0,94 positiv, 0,04 positiv und 0,96 und Mist, 4 negativ. So sieht Ihr Baum ja aus. So, und das heißt, jetzt können Sie diese Wahrscheinlichkeiten rechnen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von erkrankt und positiv, rechnen Sie mal aus. Wahrscheinlichkeit von erkrankt und negativ, Wahrscheinlichkeit von nicht erkrankt und positiv, die Wahrscheinlichkeit von nicht erkrankt und negativ. So, und jetzt gehören wir zu einer Risikogruppe. Das heißt, wir rechnen jetzt wieder die Wahrscheinlichkeit aus, dass wir unter der Bedingung, dass wir positiv sind, auch wirklich erkrankt sind. Das ist also die Wahrscheinlichkeit von E Schnitt plus durch die Wahrscheinlichkeit, dass wir positiv sind. Jetzt haben Sie die Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. Ja. Diktieren Sie die Zahlen. 0,8. Also die erste? Also die erste. Da habe ich 0,048. Was? 4,8? Weiter? Nächste? Nee, davor noch eine 0. Also 0,048. Gut, okay, weiter. Ich habe jetzt nur die relevanten auch. Egal, sagen Sie, welche wir noch haben. Diese hier? Ja, die hat unter 0,057. Nein, eins weiter noch. Und die hier ist egal. Gut, die brauchen wir tatsächlich. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann wirklich positiv sind, ist diese plus diese, 4,8 plus 0,057 durch die Wahrscheinlichkeit des Schnitts, das ist das hier, das heißt, durch das hier müssen wir das Ganze teilen. Also müssen wir rechnen 0,048 durch 0,048 plus 0,057. Und was kommt da raus? Ungefähr 0,457 und das sind. Ja. Also, das heißt, Sie sehen, diese niedrige, dieser schlechte Test, der funktioniert, ist nur deshalb schlecht, weil so wenig erkrankt sind. Wenn viele erkrankt sind, wird der Test plötzlich vergleichsweise gut. Ja. Gut, aber er ist noch immer noch nicht aussagekräftig. Ja, das ist natürlich keine Aussage. So, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bitte die Tische desinfizieren und aufstuhlen. Ganz wichtig, desinfizieren und aufstuhlen. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Ja.